Gut, wir gucken aber jetzt mal weiter hier. So, gut. Das ist schon sehr geil. Gefällt mir. So, nicht sterben bitte. Wunderbar. Schön, dass wir das entdeckt haben. Freue ich mich. Vor allen Dingen Stoßschwert ist auch recht schnell, wenn du das doppelt hast. So, zack, 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 zack. Nicht ganz so schnell wie ein Rapier, glaube ich, aber man müsste mal gucken. Das könnte was echt Gutes sein. Ah, das ist auch noch hier, ne? Müssen wir hier runter. Okay, gucken wir uns gleich an. Wir gucken uns alles an hier. Bräuchte man aber auch mehr FP. Im Grunde. Müsste man woanders Zeug wegmachen und dann FP dazu. Oh! Da können wir rein. Wir haben den. Oh, will ich da rein? Reisepatrouille? Ist schon echt hübsch, ne? Das muss man mal sagen. Kann man nicht oft genug. Okay, ich glaube, wir können hier rein. Ritter voraus. Achtung, etwas. Ich hoffe, das war richtig jetzt. Wir gucken erst mal. Wenn wir jetzt sterben, dann werden wir es ja sehen. Wir gucken mal rein, ob sofort ein Kampf da ist. Wenn nicht, müssen wir, also wenn ja, müssen wir vorher buffen. Ach was. Ja, so kommt man hier auch hin, ne? Oh, ich glaube, das ist ein abgeschlossener Bereich, ne? Probieren wir's. Okay, ich hatte jetzt gedacht, das ist ein Boss. Alles klar. Ich hatte jetzt gedacht, das ist ein Boss. Oh, wie schön das hier ist. Warum ist das hier so schön? Hier sind wir gerade gestartet. Jetzt müssen wir uns hier erstmal umgucken. Wir kommen hier doch in den neuen Bereich, ne? Ich habe gedacht, das ist ein Boss. Aber ist er nicht. Habe ich ihn für Dings drin? Oh ja, gut. Okay, hier schon mal nix. Wir gucken erstmal auf die andere Seite. Ah, hier ist die Brücke zerstört.
Da kommst du runter, würde ich sagen. Aber ich glaube, da rutscht er einfach ab. Hier haben es viele versucht, denke ich. Aber das bringt überhaupt nichts. Ne, da ist ja nichts. Warum soll ich da hinspringen? Das ist ja Quatsch. Hätte ich nur dies, Karte. Haha, ich hab sie. Ich hab sie. Geil. Aber guck mal, da ist der Turm. Turm der Unterdrückung. Oh, es war gut, dass wir uns die Karte vorher geholt haben. Sonst wüssten wir jetzt überhaupt nicht, wo war, wo, wie, was wir sind. Das war gut. Steht hier Vogel voraus. Ach was. Ach was. Mach keinen Scheiß. Okay, hier ist nix. Dann zurück. Na? Rauhnest? Was ist ein Rauhnest? Material zur Herstellung. Relikt, das in uralten Ruinen von Rau zu finden ist. Ovaler Stein mit einer Gravur. Material zur Herstellung. Relikt, das in uralten Ruinen von Rau. In der Mitte des Steins befindet sich ein nestartiges Loch. Wird dies von einem Geist besetzt, kann der Stein als Ritualfetisch genutzt werden. Mhm. Interessant. Interesting, interesting. Es wäre cool, wenn es hier eine Gnade geben würde oder sowas. Ja, da kommst du mit dem magischen Schlüssel schnell, also gleich nach Relanna, in dieses Gebiet hier. Eigentlich cool. Kommt drauf an. Ach, hier gibt's. Es ist doch ein abgeschlossener Bereich. Kommst du doch bloß hier hin? Oder da hätte ich aber ganz ehrlich. Grünspan-Diskus. Da hätte ich aber jetzt hier einen Boss erwartet. Und nicht nur diesen Ritter hier. Da hätte ich mehr erwartet. Also, dass hier wirklich ein Boss ist. Der Ritter war jetzt nur ein Ritter. In Gold. Okay, wir müssen mal zum Moor gehen. Weil Grünspan-Diskus. Ah, hier ist noch was. Gut, dass wir geguckt haben. Ach. Hätte ich doch bloß meine Klappe gehalten. Gut, dass wir geguckt haben. Oh, Pilze. Okay, hier ist nichts mehr. Jedenfalls nichts, was ich so erstmal sehe. Nö. Okay. Ja, gut. Da hätten wir dieses ganze Gebiet hier schon abgeschlossen. Also, bis hier. Okay, aber cool, dass wir hierher gekommen sind. Finde ich gut. Wir gucken uns mal ganz kurz das Medaillon an. Was haben wir denn hier? Erhöht die Verteidigung bei höherem Ausrüstungsgewicht. Aha. Ein Diskus aus Grünspan, dem korridierten Metall, das für sein Gewicht bekannt ist. Erhöht die Verteidigung bei höherem Ausrüstungsgewicht. Viel Gewicht bedeutet viel Stärke. Die Stärke andere zu beschützen. Okay. Okay. Mal ganz kurz hier hin. Vielleicht will der das haben oder sowas. Weil der ja diese Grünspan-Rüstung anhat. Mr. Moore. Welcome. Hi. I like for you. Things. Ja, okay. Gut. Goodbye. Mach's gut. Dann nicht. Hat sich erledigt. Das war nix. Hier.
Ja. Wir müssen uns die andere Seite noch angucken. Okay, das war jetzt nicht so erfolgreich, wie ich dachte. Oh, mit diesem... Alter! Oh, so könnte es die ganze Zeit aussehen. Was war denn jetzt? Oh, so könnte es die ganze Zeit aussehen. Meine Fresse, sieht das gut aus. Oh. Das ist schon sexy. Das ist schon sehr, sehr sexy. Heilige Scheiße. Wow. So, wir müssen uns aber noch die andere Seite angucken. Ist das ein Bär hier? Nee, es ist ein Stein. Okay. Es ist ein Stein. Okay, das ist jetzt immer offen. Easy peasy. Können wir besuchen, wie wir wollen. So, hier runter noch, ne? Nee. Hi Vögels, alles gut? Da runter müssen wir noch. Oder? Ja. Da müssen wir noch irgendwie hin. Würde ich sagen. Ich habe das Gefühl... Ach nee, hier geht's. Okay. Easy. Hier waren wir noch nicht beim Wasserfall, ne? Nee. Wir waren hier unten. Jetzt weiter unten waren wir, ne? Kommen wir da rüber? Ich würde gern irgendwie... Ach, hier oben kommen wir vielleicht lang. Ja, ja, ja. Nee. Nee. Vielleicht auf der anderen Seite dann? Mal gucken. Ich würde gern halt darüber in die Festung irgendwie oder sowas. Also irgendwie muss man ja da hinkommen. Da ist bestimmt noch irgendwie was versteckt. Hier unten eher nicht. Das würde ich vielleicht auch nicht empfehlen. Lügner voraus. Hier steht springen, ne? Ja, ja, ja. Da springe ich nicht runter. Oh, jetzt ist das Schöne wieder weg. Schade. Jetzt wieder neblig. Das Wetter ändert sich hier sehr schnell. Okay, haben wir hier noch was? Nee, das ist der Speicherpunkt. Ah, ich weiß, wo wir sind. Was? Ach, weil ich im Schloss bin, ne? Ja, weil ich im Schloss bin. Ich habe jetzt gedacht, Invasion. Okay. Ja, das hätten sie sich auch sparen können. Ja, hier sind wir. Alles klar. Gut, gut, gut. Ich weiß wo. Da drüben, ne? Der Ritter, der runterläuft. In dem Schloss waren wir schon. Braucht man nicht nochmal runter. Okay. Aber das hier, da hätten sie was Schöneres hinlegen können. Aber gut. Abgeschlossen. Das hier jedenfalls. Können wir uns wieder zurückporten. Dann haben wir das hier alles abgeschlossen. Wir müssen bloß noch bis zum Wasserfall im Wasser reiten. Und dann oben... Oben bei dem Gelände lang halt. Ja. Und jetzt sieht's wieder schön aus.
Okay. Dann beim Wasser lang und dann danach da oben lang. Höp. Hüot. So, dann gucken wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Aber ich glaube eher nicht. Nee. Hier ist Feierabend. Gut. Beim Wasser also nix. Dann hier hoch. Und hepp. Oh, hi. Ja, anvisieren ist da wichtig. Hier ist nichts mehr. Da ist ein großer Ritter. Hier ist bloß die Felswand. Da kommt die Kirche. Bei der Kirche waren wir schon. Das Land drumherum haben wir uns noch nicht angeschaut. Das müssen wir noch machen. Wichtig. Dort könnten Objekte liegen. Und darüber würde ich gern halt, ne? Da ist auch was. Da ist eine Hütte oder so, ne? Ach ne, nur ein Stein. Der Vorsprung? Darüber springen? Oh je. Oh je. Na los, hauen wir den erstmal weg. Bestienleber und Rüstung, bitte, bitte. Kann man dir ihre Rüstung bekommen? Kann man doch bestimmt. Von den anderen großen Rittern aus dem Dings kriegt man doch auch die Rüstung. Mann, ich will die Rüstung. Gib sie mir. Kriegt man bestimmt. Oder die kann man bloß vom Bestimmten wieder bekommen. Wie die... Oh, hier ist eine Gnade. Okay, krass. Wie die Schmelztiegel-Ritterrüstung. Die konntest du ja auch nicht von... allen bekommen. Hier, von hier aus sieht die Brücke voll komisch aus. Wie eine Autobahn. Eine Gnade. Wie kommt's denn? Ja, gut. Ja, gut. Trotzdem recht nah aneinander. Aber gut, ich beschwere mich nicht. Gnade ist immer schön. Angenehm für Leute wie mich. Da runterhüpfen? Ha. Ja, aber scheint so, ne? Guck mal, wenn ich hier hin und dann da runter, ja. Das ist der richtige Weg. Oh, ist das gemein. Aber gut. Dann kommt man in die Burg da rein. Finde ich gut. Kriegen wir hin. Müssen wir bei der Gnade machen. Deswegen ist hier vielleicht die Gnade, damit man das... Ah ja, hier, guck mal. Damit man das sieht. Wunderschön, oh wunderschön. Das ist schon nicht schlecht gemacht. Oh, hier. Die verwelkten Blumen. Danke. Tja, und wie kommen wir darüber? Da durch den Berg, wa? Und dann nach oben. Weil irgendwie musst du ja zur Hütte kommen. Da kommst du dann raus. Oder?
Also ich würde sagen, ja. Okay, na dann. Runter in die Festung, wa? Ist da eine Tür? Ah, man sieht es von hier nicht. Ich würde gerne wissen, ob bei dem Weg, wo die zwei Ritter da oben stehen, ob da ein Eingang in den Berg ist, dass man dann da oben vielleicht rauskommt, bei dem Häuschen. Na gut, probieren wir es erstmal. Mit, ja, nach unten fallen, ne? Oh je. Mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Yep. Oh, easy, easy, easy. So, da runter. Okay. Hopp. Oh, oh. War richtig. War alles gut. Oh, ich mache meinen Kopf hier die ganze Zeit schräg, weil ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir haben's. Hopp. Wir sind in der Burg. Nebelrissfestung. Geil. Und Statue von Marika. Schön. Falls wir richtig schön auf die Fresse kriegen. Oh, wir können hier unser Dings rufen. Komm, wir holen mal unseren Blutkobold oder sowas. Oder wen haben wir denn jetzt überhaupt noch? Haben wir eine neue Asche bekommen? Wo sind sie denn? Hier. Wir hätten die Soldaten und den Blutunhold. Ich nehme den Blutunhold. Komm. Klingeling. Komm, mein Freund. Wir hauen sie weg. Kommt er überhaupt mit runter? Ich hoffe es. Hi, Freunde. Na, habt ihr Bock? Oh ja, guck mal, da, das geht noch weiter. Ich fahre mal ab hier. Und ihr macht hier los. Was? Das hättest du mal vorher machen können, mein Freund. Okay. Der Blutunhold ist jetzt nicht so der Beste, hä? Na komm mit, mein Großer. Aber hier sieht man mal dein Gesicht. Ja, du bist schon ganz schön hässlich. Das muss man mal sagen. Na los, gucken wir uns mal um hier. Hier sollte ich nicht zu dolle stehen bleiben, glaube ich. Sonst kriegen wir richtig schön eine Explosion um die Ohren gepfeffert. Deswegen sterben hier, glaube ich, auch so viele. Na komm, mein Freund. Wir gucken mal, was hier so los ist. Guck mal, die könnte man eigentlich anschießen. Ja, mach keinen Scheiß, hä? Die könnte man eigentlich anschießen. Haben wir einen Bogen dabei? Nö. Aber war ja klar. Na warte, ich rüste kurz Kukris aus. Dann schießen wir sie an. Da können sie ja rüberkommen. Da müssen wir uns keinen Weg machen. Und wir sind hier oben sicher. Komm mal her, Freund. Gut gemacht, Großer. Einer, Bubi. Guck mal, ja, kannst gleich weitermachen. Boom. Geil.
Der kommt trotzdem hoch, ne? Oder ist der tot? Nee, tot ist er noch nicht. Der macht auch unaufhörlich weiter, ne? Wollen wir mal gucken gehen, oder? Ah. Da ist noch einer. Kommst du raus? Okay, ich glaube, er ist tot. You're fine, Bubi. Super. Na dann. Alter, diese Pilze, ne? Okay. Ah, hier steht noch einer. Schutz. Da drüben geht's doch nicht rein. Man kommt da irgendwie anders hoch. Ha. Ich hätte echt gedacht, man kommt hier jetzt rein. Wir gucken uns die ganzen Sachen dann später an. Aber man kommt hier nicht rein. Oder besser gesagt, hoch. Ich will ja da oben aufs Plateau. Aber bisher? Vielleicht gibt es da irgendwo wieder eine Teleporttruhe oder von der anderen Seite noch einen Aufgang oder so. Keine Ahnung. Wir gucken mal. Irgendwie werden wir da schon hochkommen. Hey, mein Freund. Da ist Taco. Was war das? Das ist ein Boss? Das habe ich jetzt erst kapiert. Ihhh! Was macht der denn? Okay, ich hatte jetzt hier nicht mit einem Boss-Ritter gerechnet. Oh. Schwarzer Stahlgroßschild. Nett. Danke, mein Bubele. Du hast gute Arbeit geleistet, tatsächlich. Das war echt nicht schlecht. Ja, ist jetzt blöd, dass wir den mit dem Bubele gemacht haben, aber ich habe gar nicht erst mitgekriegt, dass das ein Boss ist. Für mich war das jetzt so, oh ja, Ritter. Okay, komm mal her. Der hat aber dieselbe Musik bekommen wie die Schmelztiegelritter. Oh je, hier müssen wir aufpassen. Okay. Bubi macht das hier. Komm mal, Bubi, da ist noch einer. Willst du reinhauen, oder? Wie sieht's aus? Ah, Bubi haut rein. Der ist schon nicht schlecht. Mit seinen... Wie soll ich denn sagen? Mit seinen Effekten. Der Blutungseffekt und sowas. Das ist schon nicht schlecht. Messmerrüstung. Aber im Angriff oder so ist er jetzt nicht der Beste. Dunkelschmiedstein. Kommst du mit, Bubi? Komm, mein Großer. Aber wir hatten noch einen Boss jetzt. Schön. Schön, schön, schön. Und mit den Klingen ging auch gut, ne? War fix erledigt. Ich muss bloß gucken, weil der Stoß... Echt jetzt? Na komm. Der Stoß, der macht
der nimmt Ausdauer und FP weg. Und da muss ich ein bisschen aufpassen. Weil ich hatte dann plötzlich nichts mehr. Einfach zu viel gedrückt. Oh. Da müssen wir dann auch noch lang. Müssen wir gucken, wo wir jetzt zuerst hingehen. Da runter? Okay, da sind Feuersachen und sowas. Kommt man hier irgendwie raus? Also, da ist die Leiter, klar, aber... Warte mal, da gehen wir erstmal hier hinten hin. Ach nee, hier komme ich ja nicht mehr hoch. Nee, 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 dann doch erst runter. Sorry. Sorry fürs Hin und Her. Dann doch erst runter. So. Komm, mein Freund. Wir gehen mal gucken, was die hier so machen. Die stehen hier dumm da. Ey, Freunde. Ja, mach ruhig weiter, mein Großer. Ja gut, die sind gleich weg. Machst du gut. Danke, danke. Fein. Feiner Bubi. Ja, sieht gut aus. Kann ich meine Kamera ja nochmal an- und ausmachen. Tipptopp. Hast du gut gemacht. Feiner Bubele. Mensch. Oh ja, für so eine Eroberung in der Burg ist er gar nicht mal so schlecht. Vor allen Dingen mit seinem Fernangriff. Ist ganz cool. Der kam sogar durch. Ich beschütze ihn. Mach weiter deinen Fernangriff, Großer. Genau. Dann tun die bösen Männer dir nichts. Ja, mit deinem scheiß Flammenwerfer kommst du da nicht weit. Sonst ist hier nichts. Ah, hier unten sitzt auch noch einer. Hier sind wir. Komm hier, kannst du durch. Blöden Geräte sind zu groß. Kommt da gar nicht durch, der Bubele. Der Arme. Braucht er ja eigentlich auch nicht. Also durchkommen. Na komm, machen wir die mal weg hier. Hey, ihr Frechen. Genau, hau sie weg. Fein gemacht. So, schön. Da haben wir das ja auch geklärt. Wie kommt die hier eigentlich raus? Gar nicht, ne? Oder gibt es ein Tor? Die sind für immer hier gefangen. Was haben wir hier? Mhm. Ein Flegel. Der Schlangenflegel. Mit Feuer. Oho. Stärke E, Geschicklichkeit und Glauben. Ein Flegel mit aufgerollten Schlangen als Schlagköpfe.
In den Schlangenkörpern lodert Feuer, das furchtbare Verbrennung verursacht. Mesmers Armee verbrannte die Hornherolde mit diesen Flegeln, um sie mit Qual und Furcht zu zeichnen. Einzigartiges Talent, Flamme auf, oh Schlange. Entzündet ein Feuer in den Schlangen, das vorübergehend Flammenangriffe verstärkt. Brennt dies, verursachen starke Angriffe oder andere Bewegungen, die auf den Boden schlagen, eine Explosion. Wow, okay. Viel, viel Feuer hier, ne? Aber gut, das ist, hier geht's ja um Feuer. Oh ja. Oh, schnell. Und Feuerangriffe. Hup. Okay. Und jetzt brennen sie. Alles klar. Kaputt geht's. Dauert es trotzdem lange. Ah gut, ist nicht aufgewertet. Ja, okay. Also ist halt ein Flegel, ne? Mit Feuer. Ein Feuerflegel. Ist recht schnell. Zack, zack. Na gut. Kein Vergleich mit den Klingen hier. Zack. Zack, zack. Naja gut, ist doch. Einzeln sind die gar nicht mal so schnell. Zack, zack. Zack, zack. Das ist halt schnell. Okay, neue Waffe. Schön. Neues Schild, neue Waffe. Gefällt mir gut. Und Bubele macht seine Arbeit hier fein. Na komm. Wir gehen mal gucken, was da hinten noch ist am Turm. Und dann haben wir es für heute, glaube ich. Kommst du mit, Bubele? Müssen bloß hoch wieder. Aber noch keine versteckte Wand gefunden oder so, ne? Vielleicht gucke ich auch zu wenig, aber ja, wir können bestimmt noch auf den Turm da hinten. Vielleicht ist da noch was Schickes. Oh, ich hoffe, wir haben hier alles gemacht. Ich gehe mal davon aus. So, na dann. Hinab. Und wieder hinauf. Ja. Okay. Gegner? Nö. Nix. Du stehst im Weg. Dass hier jetzt ein Boss war. Krass. Nix. Bubele, was ist hier los? Was gibt's hier noch? Hier können wir rüber? Aber da ist nichts. Na ja, gehen wir mal hoch. Gehen wir mal auf den Turm. Du kannst dich ja porten. Aha, noch eine Kiste. So, ich guck mal rein, wa? Und sengelnder Durchschuss-Talisman. Was für ein Bogen! Erhöht die effektive Reichweite von Bögen und erhöht die Angriffskraft von Pfeilen und Bolzen. Nice. Das ist nochmal segelnder Durchschuss. Ist nochmal besser als das, was wir haben, ne? Wir haben Durchschuss-Talisman. Weitschuss und dann segelnder Durchschuss. Und hier haben wir die Angriffskraft, hier ist es die Reichweite und hier ist es beides zusammen. Ja, super geil. Das ist cool. Nice. Ja, für Bögen. Ist gut. Gefällt mir. Wir benutzen ab und zu einen Bogen. Kann hilfreich sein. Gerade für, naja, ich sag mal, große Garnelen. Okay, guck mal hier noch, aber ich denke mal, hier ist nichts mehr. Bubelob wird sich gleich verabschieden, glaube ich. Weil ich zu weit weg von der Burg bin.
Jo. Nö. Hier ist nix mehr. Nö. Gut. Ich würde sagen, dann war's das für heute. Dann haben wir... Ich würde sagen, wir haben richtig gut was geschafft. Wir sind jetzt bei 8 Stunden. 8 Stunden Spielzeit. Und wir haben... Was haben wir heute gemacht? Wir haben den Drachen gemacht, wir haben den Dungeon fertig gemacht. Zauber geholt. Wir haben den Drachen gemacht. Wir haben den Drachen gemacht. Wir haben den Drachen gemacht. Und vor dem sind wir weggelaufen. Ja, dann haben wir die Festung gemacht. Da haben wir einen Boss besiegt. Das Ding haben wir gemacht. Das ganze Ding hier erforscht. Dann sind wir hier hinten rein. Haben uns die Gnaden hier geholt und die Karte vor allen Dingen. Haben hier untersucht, das ganze Ding. Haben hier noch einen Boss gemacht. Und das war's. Das war gut heute. Das war sehr, sehr gut. Gefällt mir. Hier haben wir noch einen Drachen, aber ich hatte die Schnauze voll von Drachen. Geil. Ja. Und da würde ich sagen, mit einem schönen Bild, ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Es ist fantastisch, das ganze Spiel. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke für das Zusehen. Über Abo, Like und Kommentar würde ich mich freuen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao mit V.